Okay, wie komme ich wieder zurück? Weil, guck mal, da ist ganz viel Schatz noch. Auf dem Dach dieser Ruine. Komme ich da wieder hoch? Nö. Toll. Jetzt habe ich dieser Fee vertraut. Hat sich ja auch gelohnt, aber ich würde auch gerne wieder zurück. Probieren wir es doch mal so. Haha. Ach Mensch, ich bin so schlau. Hahaha. So, jetzt sammeln ein. Nehmen die zwei noch mit und dann, gute Frage. Da. Oh, aufpassen, ein falscher Schritt und wir sind... Ja, Gott. Nein, der letzte. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh. Ich habe den letzten echt nicht gesehen. Ich habe gedacht, ich hätte alle. Dann habe ich aufgehört zu rennen. Und dann hat er mich halt erwischt. Aber wir wissen wenigstens, wo wir hin müssen. Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, wir haben Sparks wieder dabei. Und damit fühlt man sich einfach gleich viel sicherer. Na ihr? So. Jetzt habe ich euch alle. Okay. Jetzt muss ich mich gerade orientieren. Ach, hier sind wir. Wir sind relativ am Anfang. Genau, hier haben wir den Drachen befreit und dann sind wir rechts in einem Baumstumpf, aber links geht es noch weiter. So. Ich glaube, uns erwartet sogar noch ein Drache, oder? Die hässlichen Regenbogenzungenkröten auf jeden Fall. So, da geht's nicht weiter. Ja gut, dann weiter im Text. Oh Gott, Hilfe! Viel zu viele Feinde. Oh Gottes Willen. Und ich wurde kein einziges Mal getroffen. Respekt. Bin ein bisschen stolz auf mich. So. Damon. Danke, dass du mich befreit hast. Es scheint, dass ich hier gefangen war, seitdem ich so jung war wie du. Oh nein. Ach ja. Ich weiß noch. Ich muss jetzt gehen. Natürlich bist du so lange gefangen gewesen. Natürlich. Da komme ich nicht hoch. So. Ich würde mal sagen, Level abgeschlossen, ne? Ja. Geil. Oh je, jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurückkommen. Ich riskiere es. Okay, rein in den Baumstumpf. Hui. Die Welt war jetzt mal in Ordnung. Gibt Schlimmeres auf der Welt. So, wieder sparkslos nach Hause. Wie soll es auch inzwischen anders sein? Aber 6000. Oh Gott. Pass mal auf. Suizid! Yeah. Oh, wo kommst du denn her, Sparks? Das ist ja schön. Und, oh, schön. Wir sind am Anfang der Welt. Wow.
Egal. Da sind wir gerade eben erst rein. Daher sind wir nicht wirklich weit ist weg. Da ist der zweite von den letzten Drachen hier auf der Oberwelt. Kletus. Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. Wohin? Das würde mich sehr interessieren. Wohin verschwinden diese Viecher? Wohin verschwinden diese Drachen? Die drücken sich doch nur vor der Arbeit. Geht's da runter? Ich glaube, das heißt ja. Wild Flight. Der Fluglevel. Na dann, wenn wir den doch gerade eben gefunden haben, gehen wir gleich rein. So. Nochmal 300 Edelsteine zu finden. Ich glaube, ich fange mal mit dem Booten an. Oh Gott, das wird verwirrend. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Und ich weiß jetzt schon, dass ich es verkackt habe. Hi! Weil jetzt muss ich noch mal eine extra Runde gehen, um diese zwei Tore noch mitzunehmen. Das war dumm. Denn hier gibt es nichts mehr zum Abstauben. Und das ist ultra der Zeitverlust. Damit habe ich es jetzt offiziell schon verkackt. 5, 4. Ja. Ein bisschen geht es noch weiter, aber nicht wirklich viel. Ah, vor allem nicht, wenn ich sowas mache. Nee, vergiss es. Ach, das war doof. Das war sowas von doof. Ich muss mich zuerst auf die Boote konzentrieren, beziehungsweise ich kombiniere die Boote mit den Toren, die hier auf dem Weg liegen. Nein, was mache ich denn? Ach, leck mich doch. Scheiß Spiel. Muss ich gucken, dass ich den einen Nachzügler noch kriege. Wo ist der da? Gut. Ach, weißt du was? Warum soll ich mir jetzt den Druck machen? Ich mach's einfach nochmal von vorne. So, das war er. Das war er. Ah, was mache ich denn? Ah, Hilfe! Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. So, das war das. Jetzt ist schon wieder alles so asynchron hier. Mann. So, habe ich alle? Ja. Habe ich alle Boote? Habe ich alle Boote? Hallo. Ja, toll. Weißt du, ja, ich habe nicht alle Boote gehabt. Ja, woher soll ich das riechen? Oh Mann, ich hasse diese Fluglevel irgendwie. Ich mag sie eigentlich, aber wenn gerade sowas hier passiert, dann kann ich halt auch nicht mehr arbeiten. Das muss fließend funktionieren hier. Sonst kann ich es gleich in die Tonne werfen. Deswegen auch immer, ich den schon wieder nicht erwischt habe. Das war knapp. Aber gut. So, dann schnappe ich mir den hier. So. Drei Typen noch. Eins, zwei. Der dritte will abhauen. Jawohl. Oh Gott. Ah! Hilfe!
gerade noch so irgendwie gerettet. Nein! Ah, wegen diesem blöden Fliegertypen. Aggressionen! So, wo fliegen die? Ist mir jetzt egal, ich hole mir zuerst die. So. Wo ist der? Da. Da fehlt noch einer. Da. Jawohl. Habe ich es doch noch riskant gemacht? Egal. Geschafft, geschafft, geschafft. Das ist das Wichtigste. Und zurück nach Hause, bitte. Danke. So. Geil. Da geht's noch. Jetzt. Geh doch nach oben. Geh nach oben. Hallo? Nach oben, bitte. Danke. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch ein Level, die Oberwelt und den Boss vor uns. Oh Gott. Das war böse. Oh, das war richtig böse. Damit habe ich nicht gerechnet. Da kickt er uns einfach da rein. Ich glaube, ich spinne. So, uns fehlen hier noch insgesamt 300 gibt's hier, gell? Ja. Ja. Okay, dann sind wir, glaube ich, hier fertig. Dann geht's auf die andere Seite. Oh, das nehme ich mit. Wie nett. Kriegt man einfach so mal schön ein Leben geschenkt. So, hier ist, das ist der dritte Level. Treetops. Ich möchte gerade gucken. Ja, machen wir zuerst den Level. Was uns da hinten erwartet, das werden wir dann danach sehen. Jetzt werde ich eh erstmal verzweifeln. Treetops war tatsächlich den Level, den ich am wenigsten in diesem Spiel liebte. Weil ich irgendwie einfach nicht damit klarkam. So, uns erwarten hier 500 Edelsteine und 3 Drachen. Ich glaube, die Drachen zu kriegen war nicht mal das Schwerste. Die Edelsteine zu bekommen war das Schwierigste. So, da könnte man runter. Da geht's. Da geht es weiter. Ich hasse es, wenn sich der Weg gabelt. Wir werden da schon mit Bananen abgeworfen. Oh, was mache ich denn? Komm schon. Lande wenigstens da. Oh. Heilige Scheiße. Ist er gerade an mir? Toll. Egal. Machen wir gerade hier weiter. Da ist eine Truhe. Uns fehlt natürlich noch der Schlüssel. Wie soll es auch anders sein? Okay. Drachen befreien, den roten Dieb schnappen und den Schlüssel suchen. Isaac. Spyro. Wenn du vom Ende einer Supersprintrampe springst, kannst du es weit bringen. Ich hab's im Griff. Nein, hast du nicht. Beziehungsweise du vielleicht, aber ich nicht. Hui. Ach. Das kommt davon, wenn man Angst bekommt und nochmal springt. Denkst du, du triffst mich mit deinen scheiß Bananen? Möglich ist es. So, ich muss übrigens nach da oben. Ah, das wird so toll. Was? Okay. Gut. Sehe ich zwar überhaupt nicht ein, dass ich da jetzt
gestorben bin am Wirbelwind, aber gut. Oh nee, jetzt hat er mich echt erwischt. Und er kickt mich. Was ist hier los? So, wir haben es schon wieder verkackt. Oder kommen wir da jetzt hoch? Nö. Natürlich nicht. Wir müssen da hochfliegen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Wir werden einfach wieder zurückgeschickt. Dass wir es geschafft haben. Ich hasse es. Nicht mal ansatzweise. Das war nicht mal ansatzweise nahe. Oh, ich hasse es. Da kommt man nicht mal ansatzweise, schaffen wir das. Wie soll denn das gehen? Mann. Ich glaube aber, kann es sein? Ich glaube, wir sind vollkommen falsch. Komme ich da auch wieder irgendwie zurück? Ah. Es gab noch einen anderen Weg, den wir nehmen konnten. Wir probieren einfach mal den aus. Was sind wir denn jetzt? Hier nicht durch. Dieser Level verwirrt mich einfach nur. So, hier waren wir schon mal. Ganz am Anfang. Und hier geht's weiter. So, gehen wir einfach mal den Weg. Nimm da schnell Bananen bei dir. So, da ist der Schlüssel. Das ist doch schon mal etwas. Beim Bananenheinzel haben wir. War gut. So. Oh Mann, ich bin froh, wenn der Level fertig ist. Ich mag den einfach überhaupt nicht. Oh Gott. Ich falle immer fast runter. So, Lyle. Hallo, Spyro. Für eine unglaubliche Tour durch die Baumgipfel reicht ein einziger Supersprint nicht aus. Ja, das haben wir leider schon merken müssen. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Dieser Tipp. Ach, guck mal, da geht's weiter. Na dann, Geronimo. Dann werde ich gerade von links und rechts mit Bananen beworfen. Ich glaube, es hackt. Da hinten ist noch ein Drache und ein Dieb. Die Diebe haben jetzt zwar keine Dracheneier mehr, aber hier in diesem Level haben sie ganz viele Edelsteine. Die wir natürlich haben wollen, ist ja klar. Na gut, dann, so. Nein! Nein! Ich muss nochmal zurück. Kann ich nochmal irgendwie zurück? Außer Suizid zu machen, natürlich. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Nee. Och, nö, ich hasse es. Ja, halt die Fresse. Ich mag dich nicht. Ich habe jetzt zwei Diebe entdeckt. Den roten und den orangenen. Und zu beiden Plattformen müssen wir irgendwie hinkommen. Ich werde nun nie verstehen, wie. Ich hasse diesen Level. Habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. So, was wir jetzt aber erstmal kurz machen.
ist die Schatztruhe öffnen. Dann haben wir das wenigstens schon mal erledigt. So, uns fehlen noch 200 Edelsteine. Oh nein. Hey, da hast du keine Chance, den Anlauf kriegst du nicht. Oh ja, 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 nein, keine Chance. Das war nichts, das war nicht mal annähernd. Das war vielleicht ein bisschen besser als die letzten Versuche, aber es war nicht mal annähernd an der Plattform dran. Nee, vergiss es. Ja, genau, bring dich um. Warum auch immer. Warum auch immer der sich jetzt gerade umgebracht hat. Das war dumm. Das war sowas von dumm. Aber es war der richtige Ansatz. So kommen wir dahin. Nein, 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 nein. Komm schon, ach, leck mich. Scheiß Spiel. Aber der Ansatz ist richtig. Richtig viel Power von hier holen. Aber wenn ich jetzt gleite, schaffe ich es nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Was mache ich falsch? Das war zu früh. Ja, war zu früh. Und Suizid. Juhu, wir haben nur noch 4 Leben. Um rauszufinden, was ich machen muss. Ich meine, ich verstehe, was ich machen muss. Ich krieg's nur nicht hin. Oh! Ist es das? Ist es das? Ist es das? Nee, 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 nein. Ah, fuck you. Sorry, also ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Damit wird man nicht mal ein Freund, wenn man sowas einbaut. Das war nichts. Ich will nicht schon wieder sterben, Mann. So ein Scheiß. Weißt du, ich würde wenigstens Ding hinmachen, wie da irgendwelche Feen, dass du nicht die ganze Zeit hier stirbst, weil ich bin jetzt gleich Game Over und habe keine Lust, diesen gesamten Level nochmal von vorne zu machen. Bloß, weil ich die Mechanik von diesem Scheiß-Sprung nicht kapiere. Ich kapiere einfach die Mechanik nicht. Das ist mein Problem. Und ich werde jetzt auch nicht weitermachen. Ich werde jetzt diese eine Truhe da öffnen. Und werde ins Ziel gehen. Und werden mir jetzt erstmal die ganzen Edelsteine speichern. Weil, ich sag's ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein. So. Wir müssen nämlich dieses ganze Spektakel zweimal schaffen. Einmal um da hochzukommen und einmal oft um zu dem anderen Futzel zu kommen. Und ich, ja, ich hasse es. Gerade deswegen. Also der andere Level, wo wir die ganzen Turbo hatten, das war ja noch in Ordnung. Aber das hier ist wirklich abartig. Das ist wirklich bäh. Jetzt lauf. Lauf ihm hinterher und... Ja, genau. Genau. Gibt mir gar keine Chance. Ich möchte ihn nämlich beobachten, wie er da hinkommt. Ja, ich bin hinter dir. Ach so, machst du das. Aha! Okay, damit haben wir wenigstens das hier schon mal. So, dafür kriegt man einen lila Edelstein. Den haben wir uns auch verdient. Und genau dasselbe müssen wir jetzt noch bei dem anderen Helden machen.
Das war ein toller Flug, Spyro. Du hast eine Menge dazu gelernt. Hättest du nicht an einer einfacheren Stelle feststecken können? Sorry. Ja, aber Spyro hat recht. Aber wir haben es leider noch nicht geschafft. So, ich probiere mal gerade was. Ich tue mal hier mein Spiel abspeichern und hoffe, dass wir dann immer hier landen, wenn wir runterfallen sollten und nicht da hinten. So, und das ist mit dem genau gleichen Ansatz müssen wir jetzt das bei dem anderen Drachen machen. Bei dem anderen Heinz Becker da. Glaube ich. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir kein Leben mehr. Na, das war doof. Damit habe ich es mir gerade schon verkackt. Ja, geil. Na, du Fettsack. Ich sichere nochmal ab. Ich gehe kein Risiko ein. Wenigstens haben wir alle Drachen, aber die Edelsteine. Und ich habe kein Leben mehr. Das ist doch zum Kotzen. Ich hasse diesen Level. Habe ich das schon mal gesagt? Sowas regt auf. Weißt du, der zeigt mir ja leider nicht mehr, wie man da hinkommt. Das ist ja das große Problem. Der zeigt mir nur, wie man zu ihm kommt. Obwohl, vielleicht mit demselben Ansatz. Das könnten wir probieren. Wo waren die Plattformen von ihm? Ach, da oben. Wir probieren das mal. Wir folgen ihm jetzt einfach mal. Mal gucken, ob wir denselben Anlauf bekommen. Ja. Da hoch. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bringe mich mal kurz um und zeige euch den Game Over Screen. Der sieht nämlich richtig schön aus. Game Over. So. Toll, ne? Starttaste drücken. So, 4 neue Leben und wir sind vor dem Tor. Meine Überlegung ist, dass wir dann... Wir gehen ja dann nach rechts diese Plattform nach oben. Meine Überlegung ist, ob wir dann statt rechts die Plattform hoch einfach dem Turbofeld folgen und nach unten gehen. Dass das Rätsels Lösung ist. Das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. So. Ganz kurz abspeichern. Ein Versuch ist es wenigstens wert. So. Jetzt folge ich dir noch, aber das wird sich gleich ändern. Und zwar hier, dass ich einfach hier... Hui! Nö, das bringt nichts. Schade. Wie mache ich das dann, um Gottes Willen? Wie haben sich das die Entwickler gedacht? Ich kapier's nicht. Weil das ist ja auch, das ist auch ein guter Ansatz, aber uns fehlt definitiv der Schwung. Da fehlt uns definitiv der Schwung. Wir müssen irgendwie nach da hinten kommen. Die Frage ist wie? Was war denn das? Hallo? Was ist jetzt los? Ich habe dasselbe gemacht wie er. Oh, oh, oh. Das könnte sein, Leute. Das könnte sein. Nein! Fick dich! Sorry, wenn ich da gerade ausgeflippt bin. Aber das kann's doch nicht sein. So knapp. Und dann sagt er auch noch,
Weißt du, anstatt dass er sagt, ja komm, ich pack dich schön hoch. Nö, haha. So knapp vorm Ziel. Willst du mich verarschen? Oh, ich hasse es. Ja, toll. Ja, schon wieder Game Over. Juhu. Ich hasse es. Wisst ihr was, Leute? Ich schneid hier einfach und zeig euch den Versuch, wo ich das dann einfach schaffe. Also, das ist doch unmenschlich. Leute, ohne Mist, wo kommt dieser Kerl jetzt her? Er zeigt uns, wie wir laufen müssen. Ja, klar. Und warum hat er das vorhin nicht gemacht? Oh Mann. Ja, klar. Ja, klar. Ich riskiere mein Leben. Und dann kommt dieser Wichser und zeigt... Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das Spiel will mich mobben. Aber so richtig. So, und wehe, ich habe nicht alle Edelsteine. Danke. Oh mein Gott. Ey, das ist nicht wahr. Ich habe gerade gedacht, wo ich diesen blöden Kobold gesehen habe. Was macht der denn jetzt hier? Woher kommt der? Ja, gut. Wenn sie mir zeigen, wie es geht, dann ist es natürlich einfach. Habe mich umsonst aufgeregt. Uns fehlt ein Schlüssel. Ich habe gar keinen bisher gesehen. Nein! Arsch. Ja gut, ich bleib unten. So, irgendwo ist ein Schlüssel, den wir übersehen haben. Die Frage ist, wo ist er? Zack, da oben.